Also einen Vorteil hat nur Vegas gegenüber Skyrim, und zwar werden die Videos wenigstens nicht asynchron. Aber das Spiel an sich zuckert, das ist das Problem. Weil man sieht's ja, wie diese Kassadors einfach mal so total voll cheaterig sind. Wer hat da schon Bock drauf? Wenn der Typ ein kleines bisschen schneller wackeln könnte, wahrscheinlich würden schon 10% reichen. Dann wären die Kassadors viel weniger problematisch. Einfach ein bisschen schneller wackeln müsste der Typ können. Mir würde ich ja gar nicht verlangen. Alles weitere wäre ein Bonus, sowas wie zum Beispiel erhöhte Körperteilverkrüppelungschance gegen feindliche Kassadors. Aber so gehen die einfach mal nur voll auf den Wecker. Vor allem, dass sie nicht aufeinander losgehen, wenn sie fremdgezielt sind. Wenn das hier jetzt nämlich Oblivion wäre, dann könnte ich meinen Athletik-Skill ganz arg hochpumpen, indem ich einfach die ganze Zeit im Wasser bin. Aber leider ist das ja kein Oblivion. Sondern leider muss ich ja der Welt zeigen, dass und warum nur Vegas nicht geht. Ich glucke mal einfach aus Spaß ein bisschen, damit der Durstmeter zurückgesetzt wird, weil der war ja vorhin schon auf, ich glaube, 90 oder so. Wieder auf Null. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder bei der Legion, die natürlich Legion heißt und nicht dieses komische andere Wort mit L, reinglitschen. Nämlich das mit den Waffen wegnehmen ist ganz rückschrittlich, so es ist mir bisher noch nicht mal in Skyrim untergekommen. Das heißt, genau genommen gibt es sogar in Oblivion eine Stelle, wo man das in Anführungszeichen muss. Man kann aber auch einfach beschließen, den betreffenden NPC stattdessen umzulegen. Vor allem, wenn man sich von dem seine Waffen wegnehmen lässt, dann wird der so oder so feindlich, mit dem Unterschied, dass der einem seine ganzen Waffen hat und man selber hat dann überhaupt keine Chance mehr gegen den. Man darf jetzt dreimal raten, welchen NPC ich da wohl meinen könnte, aber da eh keiner mehr Oblivion zockt, wird da auch keiner drauf antworten. Gibt jedenfalls 500 Kronkorken für denjenigen, der das jetzt erraten kann. Und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wie das gedacht ist, ich ziehe dann mit der Konsole 500 Kronkorken von meinem Geldvorrat ab und derjenige, der gewonnen hat, der macht dasselbe bei seinem eigenen Charakter, zählt aber 500 Kronkorken dazu. Aber wie ging das denn jetzt nochmal? Weiß auf jeden Fall, dass es ging. Könnte es mir natürlich einfach machen und TCL eingeben, aber das ist verboten. Dem genug, dass ich in diesem Spieldurchgang überhaupt schon mal TCL benutzte. Das heißt, in Skyrim habe ich halt auch schon mit dem Gedanken gespielt, wegen diesen unsichtbaren Bastardwänden. Weil sie nicht geben darf und es sie aber leider trotzdem gibt. Ich bin falsch gelaufen, stimmt's? Ich habe nämlich jetzt gerade irgendwie überhaupt keine Orientierung, wenn ich ehrlich sein soll. Und dass es irgendwie immer Nacht ist in diesem Spiel, nervt auch ziemlich. Das ist so ein Problem mit dieser ewigen Dunkelheit. Also klar, die Videos werden dann nicht so schnell groß, aber dafür finde ich auch nichts. Weil diese Graka die Nächte sogar noch dunkler anzeigt, als sie eigentlich sind. Wobei, ich weiß ja nicht, wo ich jetzt eigentlich bin. Der Questmarker zeigt jedenfalls mal in die Richtung. Und da muss ich anscheinend auch hin. Ach so, ich bin hier. Wo man eigentlich überhaupt nicht sein kann, wo nur so pixelige Versionen von den Zelten sind.
Warum das hier ist, der Berg auch wieder zu steil ist, um hochzukommen. Ich kann zwar hier rüber hüpfen, aber das bringt mir ja nichts. Weil hier komme ich nicht hoch. Oder zumindest nicht ohne Probleme. Das heißt, genau genommen ist da ja so ein Reparier-NPC in dem Vor, aber der kann nicht besonders gut reparieren, leider. Deshalb bringt der es nicht wirklich. So, da vorne wäre vielleicht der Eingang, oder? Hä? Ach so, nee, jetzt bin ich ja wieder hier. Was? Warum ist... Ey, nee, ich darf hier natürlich keine RNK-Rüstung anhaben. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Okay. Hä? Ach so, ich bin die Sküre im Hotkeys gewohnt. Was passiert, wenn man die ganze Zeit nur Sküre im zockt? Wo die Hotkeys teilweise echt vermurkst sind. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Es kostet mehr, als ich hab. Super. Dann mache ich das jetzt halt zweimal oder so. Ich klau mir jeweils die Kronkorkendeckel wieder zurück. Völlig egal, wie lange das dann dauert. Hör, guck mal, wie viel das kostet. Bedeutet, dass diese Ranger-Kampfrüstung wahrscheinlich voll overpowered ist. So, dann muss dieser Motherfucker jetzt aber das Geld hergeben. Boah, wie lange das immer dauert, das dann wieder zu laden. Da das aber kein Skyrim ist, und ja, ich vergleiche es irgendwie dauernd mit Skyrim, kann ich auch nicht sehen, wie viel Erfolgssource ich habe bei dem. Eigentlich müsste es nämlich so sein, dass der Erfolgssource mindestens 5% beträgt. In Skyrim hat man es ja leider so gemacht, dass die Erfolgschance auch 0% betragen kann. Ich habe das allerdings so umgemottet, dass es immer mindestens 1% ist. Allerdings, als ich vor einiger Zeit so einen nervigen Ork eine Spitzhacke klauen wollte, da wurden 1% Chance angezeigt. Ich habe bestimmt über 100 Mal geladen und es trotzdem nicht geschafft, das Ding zu klauen. Gib das Geld her, du Motherfucker! Ich habe so viel auf Schleichen, da muss das doch gehen. Und zwar ohne so unendlich oft laden zu müssen. Na endlich. Schön, Sie wiederzusehen. Weil aber auf jeden Fall unbedingt die Powerfäuste alle repariert sein müssen. Die ziehen dann alle 39 ab anscheinend. Auf jeden Fall sind die jetzt alle repariert. Und dann werden nochmal die Kronkorken zurückgeklaut, weil ich natürlich nicht so komisch bin, so viele 1000 Kronkorken im Klo runterzuspülen, nur für die Reparatur. Ich meine, ich bin ja nicht komisch. Ich spiele das Spiel natürlich so, wie es gespielt wird. Dafür drehe ich hier die Videos, um zu zeigen, wie das Spiel gespielt wird. Und ja, auch das zählt als Rollenspiel, wenn man alle Möglichkeiten ausnutzt. Wenn ich ein Rollenspiel zock, dann will ich natürlich als Rolle für meinen Charakter nicht irgend so ein Pupser-Popo haben, der sich alles gefallen lässt. Sondern der Charakter soll jemand durchsetzungs- und willensstarkes sein, der sich von niemandem irgendeinen Scheiß gefallen lässt. Der sich auch nicht an irgendwelche, in Anführungszeichen, Gesetze hält. So, jetzt ist es aber endlich soweit und ich will jetzt zu diesem Cäsar kommen. Und ich will ständig mit ihr das Inventar aufrufen, obwohl es hier mit Tab geht. Ihr und euer Vor. Warum muss das ein Vor sein?
Boah, ich hab gedacht, es gäbe einen Hänger, aber es ist hier, glaube ich, immer so. Und das Teil ist mal sowas von aus Skyrim geklaut, wenn du mich fragst. Mal sehen, ob es gleich wieder diese Knisterbugs gibt. Oder ob der Cäsar wieder so oberbackig ist und auf mich losgeht, obwohl ich alles getan habe, was der wollte. Das ist nämlich totaler Fehler, Cäsar, wenn du mich fragst. Bei unserem letzten Treffen sprachen wir über die Feinschmeckergesellschaft. Bei unserem letzten Treffen warst du irgendwie total durchgeknallt. Ach man. Ich habe ab und zu Kopfschmerzen, na und? Egal, wir haben andere Dinge zu besprechen. Hatten Sie Erfolg? Gut. Was, warum kriege ich das dafür Karma abgezockt? Nun zu Ihrem nächsten Auftrag. Das ist ja mal gecheatet. Aber ich meine einen positiven Ruf. Keine Angst. Was, die stählerne Bruderschaft ist doch schon längst ausgelöscht worden. Hä? Deshalb bloß, der hat schon wieder Migräne. Ja, die Bruderschaft. Was ist denn das für ein Durchknallzäser? Suchen Sie den Bunker der Bruderschaft bei... Die sind schon längst ausgelöscht. Muss ich da jetzt extra nochmal hin? Nee, Glück gehabt. Ich hab gerafft, dass das schon erledigt ist. Ich hab schon gedacht, ich müsste jetzt extra nochmal hin und könnte es dann vielleicht sogar überhaupt nicht mehr abschließen. Aber was ist denn der Medizinskill immer so schlecht? Sie wollen sterben? Ja, na klar! Was soll denn das? Ja, na klar, ist das schon wieder so ein Fehler, Cäsar. Und dann darf ich hier noch nicht mal warten, damit er wieder aufwacht. Was sollen denn diese Fehlermeldungen die ganze Zeit? Wer auch immer sich das ausgedacht hat. So einen komischen Cäsar kann man sich ja gar nicht ausdenken. Was ist denn das für ein Oberfehler, Cäsar? Ave, Caesar treu ergeben. Wahrscheinlich darf ich den wieder nicht anlabern, oder? Wurde die Bruderschaft zerstört? Sehr gut. Durch diesen Sieg nähert sich meine Restrukturierung der Machtverhältnisse in der Mochare ihrem Ende. Ja, können wir jetzt endlich mal die RNK vernichten? Kommen Sie in mein Zelt. Wir beide werden uns unter vier Augen unterhalten. Ja, Halleluja. Abgelevelt! Ja, ich habe ein Level geschafft, weil ich nämlich super bin. Und weil ich nämlich das Gefühl habe, dass noch mehr Medizin-Sprachtext kommen werden, habe ich das jetzt ganz einfach mal hochgepumpt. Mal sehen, wie jetzt mein Ruf bei diesen Halleluja-Typis ist. Hä? Ach so, hier. Immer noch nur akzeptiert, na toll. In Ordnung, dann sprechen wir das Offensichtliche mal an. Mit mir stimmt. Das ist aber früh gemerkt. Die Kopfschmerzen fingen vor ein paar Monaten an. Anfangs waren sie nicht allzu schlimm, aber jetzt kommen sie häufiger und sie sind lähmend. Seit 2 Wochen ziehe ich mein linkes Bein hinter mir her. Es ist steifer, schwerer zu bewegen und meinen Blackout haben sie ja selbst erlebt. Lucius sagt, dass ich ins Nichts starre, ein paar Mal blinzle und dann weiterspreche, als wäre nichts passiert. Sieht also Ihre Diagnose aus? Das war so klar! Das darf ja wohl nicht sein, dass das jetzt auf einmal 50 braucht.
habe noch dran gedacht, dass ich vielleicht dieses mistige Arzt-Outfit anziehen soll. Boah, ey. So was von nervig. Was habe ich aber auch nicht einfach von Anfang an Medizin auf 100 aufgepumpt. Haben Sie, was Sie brauchen, um meine gesundheitlichen Probleme zu behandeln? 75 jetzt auf einmal. Dann besorgen Sie sich, was Sie brauchen. Und nehmen Sie Nachhilfe in Medizin. Kommen Sie schnell wieder, sobald Sie sich die Operation zutrauen. Wer weiß, wie lange ich noch habe. Ihm fehlt eine funktionierende Diagnoseeinheit. Ohne die kann er nicht für Operationen eingesetzt werden. Na klar. Angeblich waren Autodocs statt. Sie können die Vaults durchsuchen. Ein paar meiner Späher haben eine Vielleicht ist diese Plage da schon so lange, dass... Na toll. Nochmal so weit latschen. Sie wissen alles, was... Und warum hat er nicht mehr diesen Wolf auf dem Gesicht? Das gehört doch eigentlich so. Haben Sie sich als nützlich erwiesen. Boah, Leute, merkt doch endlich mal, dass ich einer von euch bin. Caesar treu ergeben. Sowas von nervig, ey. Wer hat sich dieses New Vegas ausgedacht? Wisst ihr, wie oft ich jetzt schon hin und her gelaufen bin von dem Vor nach irgendwo anders? Wie oft soll ich denn da noch rumlaufen müssen? Das Zeichen Caesars beschützt sie. Vor allem hätte ich so gern mal einen besseren positiven Ruf bei denen. Caesar treu ergeben. Aber es gibt nichts, was man sonst für die machen kann, stimmt's? Bei den Rumsern war es ja ganz einfach, denen musste man einfach ganz viel Altmetall geben. Ranger in schwarzer Rüstung wurden gesehen. Die besten Einheiten, die dieser Werfen sind. Sowas von nervig, ey. Und ich ignoriere jetzt den dummen Questmarker, weil der eh falsch zeigt. Und ich viel besser weiß als irgend so ein blöder Questmarker, wo ich hin muss. Was hat so ein blöder Questmarker schon für eine Ahnung? Jetzt zeigt der blöde Questmarker wieder richtig. Und nee, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich da rein und raus glitch. Mir werden ganz einfach nicht nochmal die Waffen weggenommen in diesem Spiel. Solange es nicht unbedingt nötig ist, also solange ich eine andere Möglichkeit habe. Weil ich mache keine von diesen Ketzereien mehr mit. Ach so, genau, weil ich ja unter Wasser atmen kann. Aber hier ist eine Entdeckung. Mal sehen, was. Ach, jetzt ist das Schiff auf einmal eine Entdeckung. Und jetzt auf einmal ist es auch wieder hell. Was ist das denn Ekliges? Vor allem, eigentlich heißen die Blutbeutel. Das sind wahrscheinlich dieselben wie in Fallout 3. Und der Übersetzer Mofo war aber mal wieder so ein totaler Nobi und hat nicht einfach die Bezeichnung aus Fallout 3 übernommen, weil er nämlich so total unfähig war. Ich glaube, dieses Video wird wieder ganz schön lang. Weil es ja eine ganze Weile lang Nacht war und dadurch das Video nicht so schnell gewachsen ist.
Aber das nervt doch. Ich bin doch jetzt schon so oft da hin und her gelaufen. Ich will jetzt einfach mal die RNK hochnehmen. Das kann doch nicht so schwer sein, mir einfach mal den Auftrag zu geben, ein RNK-Lager hochzunehmen. Boah, das bringt's aber. Hier kommen jetzt bestimmt wieder 200 solche Fehlerkassadors. Na klar, die da hinten sind auch schon wieder respawned. Steht hier etwa die Respawnzeit auf eine Stunde oder was? An irgendwas erinnert mich das. Morrowind, genau. Da war es auch so, dass alle Nacht lang alles respawned ist. Ach man! Das ist viel zu umständlich, da jedes Mal wieder zu laden. Weil im Zweifelsfall kann ich ja dann zum Wasser gehen, wenn alle tot sind. Und mich da heilen. Oder zumindest hoffe ich das. Warum treffen die mich aber auch so oft? Das kann ganz einfach nicht sein. Schwingel, schwingel! Schwingel, schwingel! Bim, 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 bim! Na klar! Bim, 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 bim! Bim, 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 bim! Dass es halt auch nicht endlich mal schneller bimmeln will, werde ich auch nie kapieren. Sind die zwar alle weggebimmelt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jetzt mit dem Wasser retten kann. Oder von dem Gift weggedeiht wird. Es zieht mir jedenfalls die Striche schneller ab, als ich sie wieder heilen kann. Was soll das? Na, endlich hebt sich das Gift auf. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich nicht schneller gluckern will. Also warum ich es nicht so einstellen will, dass man schneller gluckern kann. Weil es dann nämlich möglich wäre, das Gift zu überleben. Und das von den Entwicklern aber nicht so vorgesehen war, dass das geht. Na klar, jetzt kommt der andere, stimmt's? Los, wo? Komm raus aus deinem Arschloch! Wo auch immer du bist, ich werde dich vernichten. Wir sind zwei. Ey, ich geb's euch hier. Nein! Achso, nein, da kommt jemand. Vielleicht soll ich das Video dann mal aufhören. Also beenden. Einer weniger.